Hallo? Sophia? Hallo? Hallo. Hör mal, ich rufe an, um mich zu entschuldigen. Ich war vorhin etwas unfair, das tut mir leid. Hast du deswegen jetzt etwa Schuldgefühle? Ich habe das Gefühl, als würde ich alles tun, um die Menschen, die ich liebe, von mir wegzustoßen. Dabei sollte ich eigentlich versuchen, ihnen näher zu kommen. Du weißt ja, wie... Schwer ich aus Fehlern lerne. Tut mir leid, aber ich verstehe dich nicht ganz. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube, du verstehst sehr gut. Ich möchte es wieder gut machen. Ich würde dich gern zum Essen einladen. Tut mir leid, aber ich kann nicht. Sophia, ich verstehe ja, dass du wütend bist. Ich will nur, dass du mir verzeihst. Gib mir eine Chance. Ich spiele nicht Katze und Maus. Ich kann heute nicht, wirklich nicht. Aber ein andermal? Am besten so schnell wie möglich. Was hältst du denn von morgen? Also morgen, wenn du willst. Einverstanden. Sehr schön. Ich danke dir. Nein, ich danke dir. Wir haben viel zu besprechen. Bestimmt. Ich rufe dich morgen an, dann verabreden wir die Zeit, okay? Ja, toll. Nur ruf mich bitte nicht vor 9 an. Ich danke dir. Bist du mit einer neuen Anschuldigung hergekommen? Bin ich nicht. Aber das bedeutet nicht, dass der Fall erledigt ist. Wir hatten doch vor, berufliche Differenzen vom Privatleben zu trennen. Mason, es ist unmöglich, das völlig auseinanderzuhalten. Und ich denke, das weißt du genauso gut wie ich. Im Moment können wir leider nur versuchen, so zivilisiert wie nur irgend möglich miteinander umzugehen. Aber auch das stelle ich mir etwas schwierig vor. Nicht, wenn wir beide es ernsthaft wollen, Julia. Also, ich habe da eine etwas realistischere Lösung. Wenn ich dir vorschlagen würde, dass du dich von diesem Projekt zurückziehst und dir ein anderes suchst. Eins, das uns beide in keinen Konflikt stürzt. Würdest du das tun? Du etwa? Es sieht so aus, als hätten wir ein ernsthaftes Problem. Ist das nicht so? Du weißt doch genau, dass ich dich viel zu sehr liebe, um mich von dir zu trennen. Was kann ich tun, um dich zu überzeugen? Hör auf, Kelly Capwell zu treffen. Unsere Treffen sind rein geschäftlich. Sie ist ein Mittel zum Zweck und wir beide werden davon profitieren. Du aber mehr als ich. Schon gut. Sag mir jetzt, was du vorhast, und zwar ganz genau. Okay. Sie hat vor, ihren Vater zu bitten, mir zu helfen. Und genau da werde ich ansetzen. Ich werde ihre Gefühle für mich eiskalt ausnutzen. Das wird nicht leicht sein. Sie wird Schwierigkeiten machen. Du scheinst zu vergessen, dass Kelly selber eine ziemlich reiche Frau ist. Ja. Na gut. Aber Quinn... Ich werde jeden Schritt von dir beobachten. Und wenn du zu weit gehen solltest, dann erfahre ich's. Und dann wirst du es bereuen, okay? Verstanden? Es ist schön zu wissen, dass du mich liebst. Das tue ich. Noch einen, bitte? Nein, 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 das reicht. Zeit, ein paar Nachforschungen anzustellen. Wenn die Sache klappen soll, dann muss ich mich in Robert hineinversetzen. Ich muss wirklich sein Zwilling werden. Und dann nehme ich seinen Platz ein. An der Seite von Kelly. Debra! Debra, was tun Sie da drin? Ist da noch jemand bei Ihnen?
Deborah! Ob er eine Schokoladenwaffel bekommt. Aber da er noch nicht aufgegessen hat, sagt sie, ist schon auf, dann bekommst du auch deinen Nachtisch. Also stopft er alles in sich hinein, bringt ihr seinen leeren Teller und sagt, kriege ich jetzt meinen Nachtisch? Ist das nicht süß? Ich fand das urkomisch. Ja, er ist ein süßer Fratz. Cruz? Oh, bitte entschuldige. Ich war wohl gerade weit weg. Ziemlich weit weg. So weit weg, dass dir eine Geschichte über deinen Prachtjungen nicht mal das allerkleinste Lächeln entlockt hat. Ich fürchte, dass mein brillanter Plan nicht funktioniert. Welcher Plan denn? Ich habe dich doch aus dem Haus gelockt, damit wir zwei romantisch essen gehen. Und ich versuche schon den ganzen Abend, dich mit leichtem Geplauder zu unterhalten, damit du deinen Bruder vergisst. Tja. Weißt du, der Gedanke zählt. Ich finde das nett von dir. Du wirst Rick Fee. Es gibt nichts, was dich von der Suche abbringt. Und die blonde Frau mit der Perücke? Die Frau, die niemals existiert hat. Konntet ihr sie nicht identifizieren? Ich habe die Zeichnung mit zu den Blues genommen und sie herumgezeigt. Alle waren sich einig. Es könnte die Frau sein, mit der Rick gesprochen hat. Aber niemand hat eine Ahnung, wer sie ist und wo sie herkam. Und der Tankwart war auch unentschlossen, ob sie genau wie auf dem Bild ausgesehen hat oder eigentlich ganz anders. Also, da sind Harlan Richards, Jack Sallis, Arthur Downing, Rick und eine Frau mit einer blonden Perücke. Ein Haufen Mitspieler. Zu viele. Mir fallen da ehrlich gesagt zu viele Hinweise einfach vom Himmel. Und sowas kommt einem Polizisten verdächtig vor. Zu viel Glück. Hallo, wie geht's? Oh, hallo. Entschuldigt bitte, dass ich euch störe. Was gibt's denn? Da ist ein Anruf für dich. Du kannst ihn an der Bar entgegennehmen. Hoffentlich eine gute Nachricht. Schon was von Rick gehört? Bisher nicht, aber vielleicht jetzt. Jetzt ja nicht mit deinen ausgeklügelten Argumenten. Ich werde nicht zulassen, dass du dich einer solchen Gefahr aussetzt. So viel wir wissen, Augusta, so viel wir wissen, sehen meine Partner doch überhaupt noch keine Verbindung zwischen dir und mir. Vorher vielleicht nicht, jetzt aber ganz sicher. Jedenfalls sehe ich keine unmittelbaren Probleme, da du nicht in der Lage bist, diese Kunstwerke auch nur anzufassen. Mag ja sein, aber das wird sie nicht lange aufhalten. Eben, das ist es, was ich befürchte. Deine Partner haben uns eine kurze Pause zum Luftholen gegeben. Wir wären doch verrückt, wenn wir das nicht ausnutzen würden. Weißt du, ich könnte doch schon mal die Detektivarbeit übernehmen und sehen, wo Gina die Bilder... Das tust du auf keinen Fall. Lionel, bitte. Wir stecken sowieso schon mittendrin. Ich ebenso. Ich unternehme auf alle Fälle etwas. Also sag mir lieber gleich alles. Nicht zu fassen, du erstaunst einen immer wieder. Du bist absolut furchtlos, oder? Und darüber hinaus sehr gefährlich. Los, komm schon, lass uns anfangen. Das mit dem Laden hier hast du ausgezeichnet gemacht. Danke. Aber schließlich enttäuschst du mich nie. Ist doch so. Ich versuche es wenigstens. Es langweilt dich doch wohl nicht, oder? Ich langweile mich nie, das weißt du. Ich bin allerdings etwas erschöpft. Ich möchte ein paar Tage aus der Stadt raus und auf die Schönheitsfarm fahren, nur so zur Erholung. Allein. Tja, du hast dir auch deinen Urlaub verdient. Aber du könntest Tony doch als Begleiterin mitnehmen. Das wäre sicher eine prima Erholung. Sei unbesorgt, ich werde nicht einsam sein. Ich lege mich stundenlang an den Pool, tanke Sonne und werde mir ganz viele Massagen gönnen. Schön, das wird dir gut tun. Es scheint dir nichts auszumachen, dass ich wegfahre. Weißt du, dass du mir immer fehlst, wenn du nicht bei mir bist? Du willst doch hoffentlich keine Dummheiten machen. Du brauchst dir nicht die geringsten Sorgen zu machen, Harland. Da bin ich sicher. Gut. Es sind ja nur ein paar Tage. Kein Abschiedskuss. Und Kleines, bitte denk daran, dass du mir keine Dummheiten machst.
Ja, ist gut. Ich habe verstanden. Ich melde mich wieder. Danke. So. Gibt's was Neues? Ja, wir hatten das. Das war Michael. Er hat mit der Bank gesprochen, von der Ricks Kreditkarte war, und gefragt, ob sie in letzter Zeit benutzt wurde. Und das wurde sie heute Morgen in einer Bar in Cold Springs. Oder es war ja vielleicht Rick. Ja, oder jemand, der seine Brieftasche entwendet hat. Aber immerhin ist es eine Spur. Das ist doch gut, oder nicht? Ja, das denke ich auch. Wenn es überprüft ist, könnte es uns eventuell weiterbringen. Also, Liebling, Rick ist sicher nicht tot. Du glaubst doch auch, dass er lebt. Ja, das tue ich. Ich habe das erst einmal zuvor gespürt. Das war, als dein Flugzeug angeblich über Utah abgestürzt war. Jeder sagte, dass du den Unfall unmöglich überlebt haben konntest. Ich musste mich damit abfinden, dass du... Das konnte ich nicht, weil ich in meinem Herzen wusste, dass du noch am Leben bist. Und es ist mir egal, wie schlecht es um Rick aussieht. Ich glaube einfach nicht, dass er tot ist. Weil ich das sonst fühlen würde. Und das tue ich nicht. Ganz sicher lebt er noch. Ich muss ihn nur finden. Worauf warten wir noch? Gehen wir deinen Bruder suchen. Dass du dunkle Kleidung trägst, wenn du Gina nachts beschattest. Und stell dich nicht unter die Straßenbeleuchtung. Oh, und unterstreich dir das. Und sieh zu, dass du genug Leckerbissen dabei hast, damit du den Wachhund besänftigen kannst. Hast du alles? Ich denke schon. Diese Strolche werden schon sehen, dass wir keine Amateure sind. Wovon redest du, um Gottes Willen? Schatz, musst du einen denn immer so erschrecken? Welche Strolche, Mutter? Die Norweger mit ihren Schlägern? Habt ihr einen Racheakt vor? Ja. Nein. Nein, eigentlich nicht direkt. Aber ich habe vor, zum norwegischen Konsulat zu gehen und für diesen Zwischenfall eine Entschuldigung zu verlangen. Vielleicht gibt es kein norwegisches Konsulat in Santa Barbara. Hallo, Daddy. Guten Abend, Laken. Wie fühlst du dich? Viel besser, wenn ich dich sehe. Ich bin vorhin zu einem Buchladen gegangen, der auf alte Bücher spezialisiert ist, und habe ein paar ergattert, die dir vielleicht gefallen werden. Oh, danke. Das ist aber sehr aufmerksam. Sag ehrlich, wie geht's dir? Ich bin noch einmal davongekommen. Ist er nicht tapfer? Ich bringe Ihnen Ihr Schmerzmittel, Mr. Lockridge. Gib her, ich lege sie auf den Nachttisch. Linke oder rechte Seite? Die linke, zur Abwechslung. Ach, ihr Süßen, tut mir den Gefallen und dreht euch bitte um. Danke, schließlich braucht der Mensch auch etwas Würde. Oh, danke. Das ist wundervoll. Die Besuchszeit ist leider gleich vorbei. Ich weiß. Ja, wir wollten dann auch gleich gehen. Danke. Beehren Sie mich bald wieder, Schwester. Laken, bitte geh doch schon vor. Ich decke deinen Vater zu und komme danach. Ich werde nirgendwo hingehen, bevor ihr mir nicht erstmal erklärt, was hier eigentlich vorgeht. Aber was soll denn hier vorgehen? Ich verstehe kein Wort. Augenblick mal. Mutter, ist dir nicht aufgefallen, dass immer, wenn ich ins Zimmer komme, ihr erschrocken innehaltet, als würdet ihr etwas zu verbergen haben? Also, irgendetwas geht hier vor und ich möchte endlich wissen, was es ist. Leben, glaubst du wirklich, dass wir etwas vor dir geheim halten würden? Augusta, lass nur. Du hast recht, Schatz. Wir haben dir in der Tat einiges verschwiegen. Und es ist Zeit, dass du endlich die Wahrheit erfährst. Ja, ich verstehe. Sie haben also eine Reservierung für eine Mrs. Greta Richards. Sind Sie sicher? Sie hat gesagt, sie wolle noch heute Abend zu Ihnen fahren. Ist es vielleicht möglich, dass sie schon eingecheckt hat? Nein, danke. Keine weitere Nachricht. Na schön, von mir aus ziehen wir weiter. Gerastet der Rost. Hallo, wie geht's Ihnen? Soweit gut. Ja. Falls Sie Crew suchen sollten... Nein, ich suche meinen Vater. Ist der... Oh, der war gerade da drüben. Er hat telefoniert. Gut. Wollen Sie mit ihm über das Band sprechen, das wir in Ricks Mietwagen gefunden haben? Ja, das auch. Ich erzähle Ihnen nachher alles, Amado. Hallo, Schatz. Hallo, Daddy. Wir müssen miteinander reden. Na gut, setzen wir uns. Hast du schon was Neues von Rick gehört? Nicht viel und... Was man rausgefunden hat, sieht nicht besonders gut aus. Man hat einen Mietwagen entdeckt, in welchem Rick gesehen wurde. Haben Sie was drin gefunden? Rick hat ein Band besprochen. Darauf sagt er, dass er einen Scheck über $50,000 gefunden hat, den du auf Jack Sellers ausgestellt hast. So erstaunlich.
Das ist doch der Kerl, der wegen des Bombenattentates bei der Demonstration der Blues verhaftet wurde. Weiß. Und jetzt fragst du dich, ob ich wohl Sellers dafür bezahlt habe, für die Explosion zu sorgen und mich auch um Rick gekümmert habe, als er das herausgefunden hat. Und hast du das? Was denkst du? Ich frage dich, hast du das? Nein, natürlich nicht. Tony, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr erstaunt, dass du mir so eine Frage überhaupt erst stellst. Ich halte bestimmt nicht viel von den Blues oder ihrer Politik und vermutlich war ich nicht gerade betrübt, als ich von dem Feuerwerk bei der Demonstration erfahren habe, aber ich hatte nicht das Geringste damit zu tun. Und wie erklärst du dir bitte dieses Band? Das kann ich nicht, es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, dein Freund versucht, eine falsche Spur zu legen, um seine eigene Tat zu verdecken. Nein, nicht Rick. Er würde so etwas garantiert nicht tun. Aber dein guter alter Daddy vielleicht, richtig? Nein, ich weiß ja auch nicht. Aber was sollte er mit so einer Anschuldigung bezwecken? Keine Ahnung, mein Kind. Liebes, ich weiß genau, wie viel dir dieser junge Mann bedeutet. Und ganz ehrlich, ich wünsche uns beiden von Herzen, dass es ihm gut geht und dass er bald gefunden wird, damit wir das aufklären können. Vielleicht wirst du mir dann ja glauben. Ich glaube dir schon. Ich habe nur Angst um Rick. Ach, mein armes Kind. Ich weiß, ich wünschte nur, ich könnte was für dich tun. Kannst du? Du kannst mir verzeihen, dass ich so dumm war. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen. Ich wollte nur sicher sein. Ich versteh's nicht. Ich meine, welchen Grund sollte Rick bloß haben zu lügen? Ist jemand dran? Mac? Greta? Ich kann dich kaum verstehen. Was ist? Ich kann jetzt leider nicht lauter sprechen, sonst hört er mich. Was ist? Was ist passiert? Ich muss dich noch heute Abend sehen. Sag mir erst, was los ist. Ich habe solche Angst, am Telefon zu sprechen. Sag mir nur, dass du kommst. Wo bist du? Zu Hause. Ich kann hier nicht raus, bevor Harlan nicht weg ist. Ich komme hin und hole dich. Greta, warte mal, warte! Lionel, hältst du das für eine gute Idee? Tja, ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Ihr Leben ist vielleicht in Gefahr. Daddy, du machst mir Angst. Laken, jetzt hör mal zu. Ich fürchte, ich bin während meines Aufenthaltes in Asien in ziemlich üble Geschäfte verwickelt worden. Was für Geschäfte? Das kann ich dir leider nicht sagen, doch ich bin an ein paar äußerst, äußerst gefährliche Typen geraten. Also nicht die Norweger mit ihren Hockeyschlägern, es sind diese Typen, die dich verprügelt haben, stimmt's? Daddy, warum sagst du der Polizei nicht die Wahrheit? Laken, ich habe meine Gründe, ich kann dir nichts Näheres sagen, glaub mir. Aber was sind das für Leute, was wollen die von dir? Das spielt keine Rolle. Je weniger du weißt, desto besser. Mutter, du hast davon gewusst und nicht mal eine Andeutung gemacht. Das war zu deinem Besten, wir wollten dich nur schützen. Sie hat recht, Laken. Nun, jetzt da ich endlich die Wahrheit kenne, können wir uns doch zusammentun und eine Lösung suchen. Wir werden schon eine finden. Ich werde dir mal was sagen und hör gut zu. Die Sache ist sehr ernst, verstehst du? Ja. Ich möchte, dass du sofort packst und hier verschwindest. Warte, hör mir zu. Fahr zu deinen Freunden nach Los Angeles, irgendwohin, bis sich alles aufgeklärt hat, in Ordnung? Daddy, ich fahre nirgendwohin. Ich laufe doch nicht einfach weg und lasse dich hier mit deinen Schwierigkeiten allein. Na schön, pass auf. Komm, setz dich hier, setz dich. Hör zu, Kleines. Ich bewundere deine Tapferkeit. Ich bewundere deine Loyalität. Du warst schon immer tapfer. Schon als kleines Kind, weißt du noch? Die höchsten Bäume bist du raufgeklettert und hast dicke Hummeln gejagt und versucht, sie in eine Schachtel zu stecken. Das Spiel ist vorbei. Es ist eine ernste Sache. Es sind gefährliche Leute. Und welche Fehler ich auch begangen habe,
Ich lasse niemals zu, dass du am Ende die Folgen ausbaden musst. Ich flehe dich an. Versprich mir, dass du schnell von hier verschwindest, solange das nicht vorbei ist. Komm, versprich es mir. Na gut. Braves Mädchen. Also dann geh packen. Es wird schon werden. Es wird alles gut. Sei unbesorgt. Ja, ist gut. Ruf uns bitte an, wenn du Los Angeles erreicht hast. Jan, es wird schon werden. Sei bitte vorsichtig. Bin ich doch immer. Naja, nicht immer. Weißt du, sie ist das Beste, was wir je zustande gebracht haben. Ja. Das Schlimme ist nur, dass wir ihr jetzt so was Schreckliches antun. Greta, hier ist Mac. Geh weg! Nein, ich werde ganz sicher nicht gehen. Mach die Tür auf. Du musst wieder gehen. Es ist nicht sicher genug. Ich glaube, Harland ist mir gefolgt. Und warum hast du dann angerufen? Oh. Hör zu, ich fahre erst wieder. Wenn du mir sagst, was eigentlich los ist, lass mich endlich rein. Es tut mir leid. Ich hätte dich nicht anrufen dürfen. Bitte geh zu deiner eigenen Sicherheit. Greta, lass mich endlich rein. Mach sofort die Tür auf oder ich trete sie ein. Greta! Das ist ein nettes Lokal. Komm rein, ich spende dir einen anständigen Drink. Abend. Abend. Was kann ich für Sie tun? Tja, es ist so, ich bin Inspektor Castillo von der Polizei in Santa Barbara und ich habe gehofft, dass Sie mir ein paar Fragen über Ihre Gäste beantworten würden. Gäste? Ach, herrje, alles, was hier reinkommt, sind höchstens liebeskranke Jukebox-Jockeys oder ein paar Typen, die sich für Elvis halten. Aber fragen Sie ruhig. Hey, Augenblickchen, Süße, kenne ich Sie nicht von irgendwoher? Ich hätte es nicht vergessen, wenn ich schon mal hier gewesen wäre. Ma'am, man hat uns informiert, dass jemand da war, der mit einer gesperrten Kreditkarte bezahlen wollte. Genau, hier habe ich sie. Das ist Riggs. Können Sie mir den Mann beschreiben? Er war ziemlich runtergekommen, wissen Sie? Nicht gerade der Typ, der mit Plastik bezahlt. Hey, jetzt weiß ich, woher ich Sie kenne, junge Dame. Sie sind doch diese Fernsehreporterin, habe ich recht? Oh, ich finde Sie einfach klasse. Ich sehe Sie mir immer an. Danke, das ist sehr liebenswürdig von Ihnen. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir etwas genauer beschreiben, wie der Mann ausgesehen hat? Ja, mal sehen. Etwa 1,80 Meter. Ende 50 bis 60. Rötlich-graues Haar, mittelschlank, meine ich. Sah ziemlich fertig aus. Wir haben hier eine Menge von der Sorte. Und Sie haben keine Ahnung, wer dieser Mann war? Ich habe ihn nie vorher gesehen. Ich wusste gleich, dass der nicht sauber ist. Als ich die Karte prüfen und telefonieren wollte, ist er rausgerannt, als hätte ihn eine Hummel gestochen. Haben Sie eine Ahnung, wo ich ihn jetzt finde? Ich könnte es mir vorstellen. Er ist sicher unter der Brücke hier ganz in der Nähe. Da hängen viele von diesen Typen rum, lassen sich volllaufen und schlafen ihren Rausch aus. Na gut, ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Mel. Ich behalte gleich die Kreditkarte. Könnten Sie uns vielleicht noch einen Gefallen tun und uns ein paar Sandwiches einpacken und eine Flasche Bourbon? Das mache ich gern, wenn ich ein Autogramm kriege. Oh, das wäre mir eine sehr große Ehre. Geht das so hier auf dem Wunderbar. Zettel? Schreiben Sie nur für Arlene meine besten Wünsche, Deborah Norwell. Seit wann trinkst du Bourbon und das flaschenweise? Überhaupt nicht, aber ich zähle darauf, dass unsere Freunde vielleicht... Komm mit, Liebling, sehen wir uns so lange die Jukebox an. Lionel? Schlafen Sie schon? Was? Was wollen Sie? Dürfen Sie denn überhaupt schon aufstehen? Nein. Nein, nein, ich habe anscheinend schlecht geträumt und dabei bin ich wohl aus dem Bett gefallen. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Oh, danke. Träumen Sie in Zukunft lieber etwas Angenehmes. Oh ja. Hier, trinken Sie etwas Wasser. Danke, danke. Gut. Danke. Oh. Was tun Sie hier eigentlich noch zu dieser Zeit im Krankenhaus, meine Schönen? Oh, wir haben in der Zeitung gelesen, was Ihnen passiert ist und wollten Sie besuchen, um Sie ein bisschen abzulenken. Mhm. Anscheinend hat sich jemand mit einem Punching Ball verwechselt. Ja, doch der Arzt hat gesagt, ich komme durch. Lionel, wer hat Ihnen das angetan? In der Aufregung haben Sie es leider versäumt, mir Ihren Ausweis zu zeigen.
Ich finde es jedenfalls furchtbar, dass ein unschuldiger Bürger mehr oder weniger nicht mehr in Ruhe nachts durch die Straßen laufen kann, ohne befürchten zu müssen, von Rowdies überfallen zu werden. Und wie lange müssen Sie noch im Bett liegen? Eine Woche, mehr oder weniger. Oh je, Lionel. Wenn man so ans Bett gefesselt ist, ist es sicher schwer, seine Geschäfte zu führen. Es sei denn, Augusta erledigt jetzt alles für Sie. Nein, das sagte ich doch bereits. Augusta weiß rein gar nichts von meinen Plänen. Und genauso soll es auch bleiben. Kein Problem. Wissen Sie, wenn Sie möchten, wäre ich gern dazu bereit, mit Ihrem Käufer in Kontakt zu treten und Ihre Gemälde für Sie zu veräußern. Das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen, Gina, aber mein Käufer hat sich bereits mit mir in Verbindung gesetzt. Um genau zu sein, hat er mir diese schönen Blumen geschickt. Wie reizend. Sie hatten wohl keine Gelegenheit, in letzter Zeit noch ein paar dieser Gemälde auszutauschen, oder? Nein. In letzter Zeit sind dauernd Leute bei den Capwells, aber wir arbeiten daran. Oh. Guten Abend. Oh, Lionel, du bist ja ein ganz Schlimmer. Du hast mir gar nicht gesagt, dass du Besuch erwartest. Vor allem diesen Besuch. Und was machen Sie hier in dieser lächerlichen Aufmachung? Gar nichts. Das ist nur ein kleines Spielchen zwischen uns beiden. Ich verkleide mich ein wenig und er versucht zu erraten, welche berühmte Persönlichkeit ich bin. Das vertreibt die Langeweile. Peggy, nicht wahr? Peggy und Elle. Natürlich, ich erkenne sie doch. Ich meine die aus Eine schrecklich nette Familie. Das war immer Ginas Lieblingssendung. Das überrascht mich nicht. Mutter, wir sollten jetzt wohl lieber gehen. Lassen wir die beiden allein. Wir dürfen ihn nicht überanstrengen. Was, Gina? Sie wollen uns etwa schon verlassen? Lionel, gute Besserung. Ciao. Danke. Wiedersehen, Phyllis. Ciao, Augusta. Was wollten die zwei Schachteln denn von dir? Die wollten einen kleinen Angelausflug machen und das ist gar nicht gut. Das allerletzte, was wir noch gebrauchen können, ist, dass sie ausgerechnet jetzt die Gemälde tauschen. Aber wenn sie es tun, dann kannst du sie wenigstens beobachten. Finde raus, wo sie die ganzen Sachen verstecken, ja? Ich werde sie sofort verfolgen. Wie sehe ich aus? Wie lief das Gespräch mit Ihrem Vater? Jetzt bin ich noch viel verwirrter, als ich vorher war. Was sagt ihr? Er sagt, er wüsste nichts von den 50.000 Dollar. Er wüsste auch nichts über Ricks Verschwinden und genauso wenig über die Bombe bei der Demonstration. Glauben Sie ihm? Amado, mein Vater hat mich in seinem ganzen Leben noch nie angelogen. Das habe ich auch nicht sagen wollen. Ich meine ja nur, dass Eltern manchmal ihren Kindern nicht unbedingt die volle Wahrheit sagen. Besonders, wenn sie unbequem ist. Ja, aber Sie kennen meinen Vater nicht. Er liebt mich und er würde nie etwas tun, was mich verletzt. Naja, jedenfalls nicht absichtlich. Und gut, ich meine, er wollte mich immer zu sehr behüten. Und wenn er doch mehr weiß, als er sagt, dann nur, weil er denkt, dass ich nicht damit umgehen kann. Ja, schon möglich. Ja. Muss schön sein, seinem Vater so nahe zu stehen. Oh ja, ich mag meinen Vater wahnsinnig gern. Aber ich liebe auch Rick. Und genau das macht alles so kompliziert. Immerhin können nicht beide die Wahrheit gesagt haben, richtig? Ich muss mich für einen entscheiden. Ich weiß nicht, Tony. Ich denke allerdings, Sie sollten sich noch ein wenig gedulden. Und dann? Wissen Sie, das Schlimmste daran ist, dass Rick vermisst wird und dass sein Leben wahrscheinlich in Gefahr ist. Und ich denke immer nur an diese mysteriöse Blonde, mit der er zusammen war. Oh Gott, es ist nichts mit Rick, oder? Nein, nichts in der Art. Wir haben noch nichts gehört. Das bedeutet vielleicht nur Gutes. Ich hoffe es. Ich gehe jetzt lieber nach Hause, falls er anrufen sollte. Ich sehe Sie ja bald. Danke für alles. Schon gut. Gute Nacht. Sie macht sich große Sorgen, ne? Und das wird erst aufhören, wenn sie was von Rick hört. Wenn sie je wieder was von ihm hört. Ist ja gut, Baby, ist ja gut. Es wird alles wieder gut. Du musst nicht weinen, es wird wieder gut. Was ist passiert? Hat Harlan dich geschlagen? Ich will jetzt nicht darüber reden. Du musst aber darüber sprechen. Er weiß, dass ich gestern mit ihr hier gewesen bin. Was hat er gesagt? Er ist völlig durchgedreht. So habe ich ihn noch niemals zuvor erlebt. Hat er dich geschlagen?
Ich sage dir, er war absolut außer sich. Nachdem er endlich das Zimmer verlassen hatte, habe ich dich sofort angerufen. Das reicht. Das reicht. Ich habe genug. Ich werde sie zeigen. Damit machst du alles nur noch schlimmer für mich. Weißt du, was ich jetzt tue? Ich verprügel dieses Stinktier. Nein, Mac. Willst du dir das etwa gefallen lassen? Ich flehe dich an, tu das nicht. Also gut, wie du willst, aber du fährst nicht zu ihm. Geh nicht zu ihm zurück. Nein, mache ich nicht. Keine Sorge. Ich gehe nicht zu ihm. Ich fahre ein paar Tage auf die Schönheitsfarm und bis ich wieder zurück bin, da wird er sich beruhigt haben, da bin ich sicher. Ich verstehe dich nicht. Wieso verlässt du denn diesen Mistkerl nicht? Weil er gesagt hat, wenn ich ihn verlasse, dann tötet er mich. Und er würde dich auch nicht schonen. Bitte lass uns jetzt nicht mehr darüber sprechen, ja? In Ordnung. Halt mich nur fest. Eintragungen fertig? Nein, das können wir morgen machen. Hat ja keine Eile. Na gut. Annie, ich möchte etwas mit dir besprechen. Gut. Du kennst doch meine Freundin Gina, die vorhin mit ihrer Mutter hier war. Ja, die Bloody Mary und der Weißwein. Ich erinnere mich gut. Gott, sind die geizig mit dem Trinkgeld. Nun, Gina glaubt, dass sie dich von irgendwoher kennt. Noch hat sie nicht zwei und zwei zusammengezählt, aber sie ist nicht dumm. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie draufkommt. Ich frage mich nur, ob wir ihr nicht zuvorkommen sollten. Du meinst, ihr von mir erzählen? Ja. Ich soll meine Tarnung aufgeben? Und wenn sie die Polizei ruft, dabei mache ich mir weniger Sorgen um mich selbst. Aber du könntest schließlich ernsthafte Schwierigkeiten kriegen, da du eine gefährliche Kriminelle versteckst. Was jetzt? Grinst doch bitte nicht so blöde. Entschuldige, tut mir leid. Es fällt mir nur schrecklich schwer, in dir eine Bedrohung für die Gesellschaft zu sehen. Ach, bitte, Annie, hör zu. Gina, die kenne ich so gut wie mich selbst. Sie ist kein schlechter Kerl. Sie wird uns nicht verraten. Sie könnte uns vielleicht sogar helfen. Naja. Schön, einverstanden. Wenn du denkst, dass es das Beste ist, mit ihr zu reden, dann ist das gut. Dann sollten wir genau das tun. Weißt du was? Wir müssen das ja schließlich nicht gleich entscheiden. Lass uns doch erst mal tanzen. Oh, ich dachte eigentlich, dass wir schon längst geschlossen hätten. Haben wir. Aber es wäre doch ein Jammer, diese wahnsinnig große Tanzfläche nicht zu nutzen. Darf ich? Willst du darüber sprechen? Ich kann nicht. Und was heißt das genau? Dass du nicht kannst oder nicht willst? Ich möchte schon. Ich weiß nur nicht, ob ich... Amado, mein Vater ist in Schwierigkeiten. Ernsthaft? Und zwar sehr ernsthaft. Sein Leben ist in Gefahr. In der Zeitung stand nur, dass er überfallen wurde, aber das stimmt nicht. Jemand ist hinter ihm her. Wer? Keine Ahnung, das sagt er mir nicht. Aber er hat Angst, dass diese Leute zurückkommen, um ihren Auftrag zu beenden. Und es wäre möglich, dass sie sich an mich wenden, um an ihn ranzukommen. Ich weiche nicht von deiner Seite. Bleib bei mir. Daddy möchte, dass ich die Stadt verlasse. Na, umso besser. Ich fahre mit dir als dein Leibwächter. Nein. Du bist wirklich süß, aber das lasse ich nicht zu. Im Übrigen will ich nicht weg.
Ich laufe nicht einfach weg und lasse meine Eltern damit ganz allein, was immer geschieht, auch wenn mich meine Familie manchmal verrückt macht, vor allem meine Mutter. Ich wüsste nicht, was ich tun sollte, wenn ihnen jemals was zustößt. Ich weiß schon, was du meinst. So geht es mir mit Niki. Aber du machst doch keine Dummheiten, oder? Das brauche ich auch gar nicht, wenn du mir helfen wirst. Das ist doch keine Frage. Ich dachte, das wüsstest du. Danke. Wie ist dein Plan? Bist du hier schon fertig? Seit 5 Minuten. Also gut, gehen wir. Ein Kerl. Ich dachte mir, ich könnte Sie vielleicht fragen, ob Sie ihn gesehen haben. Nein. So leicht gebe ich nicht auf. Ich habe einen langen Weg hinter mir. Er ist um die 60, 1,80 Meter groß, hat immer rotes Haar, es wird langsam grau, so groß wie Sie. Was wollen Sie denn von ihm? Tja, seine Tochter bat mich, ihm eine Nachricht zu überbringen. Mann, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass Lenny eine Tochter hat. Lenny weiß das auch nicht, das soll ich ihm ja sagen. Wissen Sie, wo er sein könnte? Klar, er ist da drüben. Aber erwarten Sie lieber nicht allzu viel, was Unterhaltszahlung gut, betrifft. Gut, danke. Hier, die kannst du behalten. Oh, danke. Verzeihen Sie, Mister, was gibt's hier zu sehen? Einen Mann, der offensichtlich weiß, wie man stilvoll reist. Wollte den allein vernichten? Schön, dann nehmen Sie einen Schluck. Was tust du hier? Ich denke, du bist längst in Los Angeles. Wir sind deine Bodyguards. Mann, was ist denn hier passiert? Offenbar ist uns jemand zuvor gekommen. Entweder das oder Lionel ist ein lausiger Hausmann. Soll ich Wache stehen? Ach, du meinst so wie das letzte Mal. Nein, danke, hilf mir lieber beim Suchen. Na gut. Gina. Was? Wonach suchen wir eigentlich? Den Namen von Lionels Hehler. Ach so. Sieh doch einfach mal in sein Adressbuch. Unter H vermutlich, ja? Oh. Oh, meine Güte. Für das Geld, das der Mann in einem Monat an Telefonkosten hat, könnte ich wie eine Gräfin leben. Du hast die Telefonrechnung gefunden? Ja. Oh, Mutter, du bist ein Genie. Ich nehme auch alles zurück. Er hat gesagt, dass der Mann, der die Gemälde kauft, in Übersee lebt. Sieh dir das an. Telefonate nach Paris, London, Florenz und hier nach Macau. Mit dem hat er jeden Tag telefoniert. Das ist es, das muss es sein. Das ist die Nummer von Lionel Zähler. Wo ist Macau? Das liegt im südchinesischen Meer in der Nähe von Hongkong. China? Ja. Lionel ist jahrelang in Asien gewesen. Oh, endlich, Mutter, das ist ein Treffer. Leb wohl, Lionel. Oh, wunderbarer Wohlstand. Gina, was suchen deine gierigen Fingerchen in dieser Wohnung? Was würde der gute Al Bundy wohl in so einer Situation machen? Noch Hunger? Möchten Sie noch was? Ich habe immer Hunger. Wo haben Sie das ganze Zeug eigentlich her? Tja, ich hatte Glück. Ich fand eine Kreditkarte. Ja, sowas kommt öfter vor. Wirklich? Ja, ich habe auch eine gefunden. Doch als ich sie benutzen wollte, da wollten sie überprüfen und ich musste abhauen. Also, Mister. Das war's. Kommen wir zum Nachtisch.
Und der sind Sie. Was ist denn los? Warum erzählen Sie mir nicht, wo Sie die Kreditkarte gefunden haben? Wozu? Ich will es wissen und ich will es sofort wissen. Verstanden? Schon gut. Ich hab sie bei der Leiche gefunden. Er lag direkt neben der Straße. Er war tot. Ja, sicher. Das dachte ich jedenfalls. Wie meinen Sie, dass Sie dachten? Haben Sie den Puls gefühlt? War er tot? Na los, war er tot? Ich wollte jedenfalls keinen Ärger haben. Ich war nicht ganz sicher, also bin ich zurückgegangen, um mich nochmal zu vergewissern, ob er tot war. Und da war der Kerl verschwunden. Wohin? Wohin verschwunden? Wohin? Wie soll ich das wissen? Er ist eben einfach verschwunden. Wo war das? An welcher Stelle genau hatten Sie den Kerl gefunden? Ja, das war ganz in der Nähe vom San Marcos Pass. Bei der alten verlassenen Kirche. Also schön, Mister. Wir gehen jetzt. Na los. Sie und ich, wir gehen jetzt spazieren. Das wird ein langer Marsch. Nehmen Sie heute schon wieder die lange Fahrt ins Krankenhaus auf sich. Die Mühe hätten Sie sich nicht machen müssen, meine Liebe. Ich bitte Sie, was könnte schlimmer sein, als ganz allein in einem Zimmer an ein Krankenbett gefesselt zu sein? Meine Mutter und ich wollten Ihnen ein wenig die Zeit vertreiben. Und kontrollieren, wie es um meinen Gemütszustand steht. Sie wollen doch nur wissen, ob ich mich noch an unseren Plan erinnern kann oder nicht. Könnte ja sein, dass ich ihn vergessen habe, nachdem was passiert ist. Sie wollten damit doch nicht andeuten, dass Sie jemals einen Durchblick hatten. Für wie lange will man Sie hier behalten? Ein oder zwei Tage, länger nicht. Zwei Tage? Heute Nacht war von einer Woche die Rede. Ich fühle mich inzwischen ja auch schon sehr viel besser. Ich könnte schon fast wieder Bäume ausreißen. Sagen Sie, haben Sie denn heute Nacht noch ein paar Bilder austauschen können? Nein, zurzeit wimmelt es in der Capwell Villa nur so von Spionen. Oh. Ein Verkehr herrscht da. Sogar 2 Uhr morgens geben Sie sich da noch die Klinke in die Hand. Verstehe. Irgendwas müssen Sie sich schon einfallen lassen, Gina, weil nämlich mein Käufer ansonsten sehr ungemütlich werden könnte. Ja, wenn das so ist, ich hatte sowieso vor, Sie noch mal zu fragen, ob Sie nicht... Vielleicht mein Angebot doch noch in Erwägung ziehen wollen, das ich Ihnen gemacht habe, kann ich nicht Kontakt zu dem Käufer aufnehmen. Ich mache das sehr gern für Sie und wenn ich im fernen Osten anrufen muss, daran soll es nicht scheitern. Sagen Sie mal, hab ich in Ihrer Gegenwart jemals erwähnt, dass mein Käufer aus dem fernen Osten stammt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich dachte nur, schließlich haben Sie einige Jahre da unten gelebt. Sie sollen nicht denken, sondern sich an die Abmachung halten. Sie sorgen für unsere Angebote... Und die Nachfrage ist ganz allein meine Sache. Entschuldigen Sie, Gina wollte Ihnen nur helfen. Ja, natürlich, das weiß ich doch, Phyllis. Augusta. Nein, nicht schon wieder. Doch, allerdings, und die zwei hatten sogar die Güte, einen äußerst exotischen Blumentopf vorbeizubringen. Ich tippe auf eine fleischfressende Venusfalle, richtig? Entschuldigen Sie, wir gehen dann wohl besser alleine. Wir wollen Sie ja auch nicht überanstrengen. Ich danke Ihnen für Ihre Fürsorge. Auf Wiedersehen, Augusta. Dann bis bald, na? Auf Wiedersehen und danke. Alles in Ordnung? Aha. Ich würde zu gern wissen, worauf die hinaus wollen, diese barmherzigen Engel. Ich fühle es, irgendwas ist im Busch. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Aber vorher müssen wir noch was bereden. Es ist alles bestens gelaufen. Es ist nicht zu sehen und abgedeckt ist es trotzdem nicht. Es wird jede Unterhaltung, die da drin stattfindet, für uns aufnehmen. Ich spare mir die Frage, woher du deine Kenntnisse über das Anbringen von Wanzen beziehst. Also gut, morgen packen wir das Teil wieder ein. Wir spulen das Band zurück und erfahren hoffentlich den Namen von Lionels Käufer. Zwei Cent mehr, einverstanden. Aber das ist mein Limit. Mehr bin ich nicht gewillt, blind in diesen Markt reinzupulvern. Gut, Nolan, vielen Dank. Wie schaffst du es nur so kurz nach dem Frühstück schon den Laden zu schmeißen? Ich kann dich trösten, auch ich schaffe das nicht ohne Aufputschmittel. Und heute habe ich die doppelte Dosis genommen. Interessiert dich gar nicht, wohin ich will? Ich tipp mal auf Robert Barr. 3 Punkte für den Kandidaten. Das war ja auch nicht schwer zu erraten. Ich wusste gar nicht, dass du ahnst, wie nah wir uns schon wieder stehen. Also gut, sag schon, was hast du für Einwände? Wozu? Du hörst doch sowieso nicht auf mich. Du hast dich nie zurückgehalten, wenn dir was nicht in den Kram gepasst hat, Dad. Erinnerst du dich, als du das letzte Mal ein Wochenende mit deinem Mann verbringen wolltest, war ich dagegen. Aufgehalten hat dich das nicht. Ganz egal, was ich sage, deine Meinung änderst du doch nicht. Dann sage ich lieber gar nichts. Augenblick noch, warte. Ich
möchte dir was erklären. Hör mir bitte zu. Doch, mehr als 50 schafft dieser Waschlappen nie. Ist was? Mir gefällt das nicht. Wieso denn? Er sieht mich doch nicht. Er weiß ja nicht mal, dass ich existiere. Da wäre ich mir aber an deiner Stelle nicht so sicher. Robert hat sowas wie den sechsten Sinn und er kriegt sehr viel mehr mit, als wir glauben. Wenn ich an seinem Gitter da vorbeigehe, während er schläft, dann wacht er sofort auf und schaut mich an. Dem entgeht nichts, was hier passiert. Ich hatte manchmal schon das Gefühl, er errät meine Gedanken. Ach was? Kriegt er denn wenigstens rote Ohren, wenn er deine süßen, dreckigen Fantasien liest? Ich kann dich trösten. Wenn ich an ihn denke, habe ich keine schmutzigen Fantasien. Ah ja? Und wieso nicht? Er ist mir verblüffend ähnlich und von mir wirst du doch wohl hoffentlich welche haben. Ich könnte es dir nicht mal verdenken, wenn deine Fantasien mit dir durchgehen. Zumal du ihn jetzt ganz für dich hast, eingesperrt in einen Käfig, wie einen Liebesdiener. Hör auf damit, bitte! Was haben wir denn? Könnte es vielleicht sein, dass wir uns entdeckt fühlen? Nein, nein! Ich finde es nämlich im Gegensatz zu dir nicht sonderlich aufregend, gleich in fremde Betten zu steigen, mein Lieber. Daher weht der Wind also, womit wir wieder bei Kelly wären. Tut mir leid, entschuldige, dass ich die Vorstellung, dass du von dieser Frau angefasst wirst, einfach unerträglich finde. Was soll denn das jetzt? Haben wir nicht schon x-mal darüber geredet? Du weißt, das mache ich nur für uns. Ja, klar, und es kostet dich ungeheure Überwindung. Nein, ich stelle mir einfach vor, wir sind zusammen. Denkst du allen Ernstes, ich würde wegen so einer verwöhnten kleinen Närrin wie Kelly Capwell gleich den Kopf verlieren? Die gehört zu der Sorte Frau, der man nur im Dunkeln das Höschen ausziehen darf. Das wirst du ja wohl sicher in den nächsten Tagen herausfinden. Die Frage ist nur, was sie alles Neues an dir entdeckt. Sie wird keine Sekunde zum Nachdenken kommen, die Gute. Tja. Hast du dir denn vielleicht schon mal überlegt, dass Robert es auch nur treibt, wenn das Licht aus ist? Egal, welche Qualitäten er als Liebhaber hat, Kelly kennt sie. Und wenn ihr irgendwas fremd und ungewöhnlich erscheint, wirst du dir garantiert ein paar unangenehme Fragen gefallen lassen müssen. Da ist was dran. Ja, aber wie komme ich an solche delikaten Details ran? Es sei denn... Es sei denn? Ja, was denn nun? Du überwindest dich, was Bruder Robert anbelangt und stellst einige Nachforschungen für mich an. Genau. Und danach weist du mich in seine Liebestechnik ein, sozusagen aus erster Hand. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Sollen wir warten, bis wir den Namen haben? Oder ganz einfach diese Nummer hier auf der Telefonrechnung anrufen, in der Hoffnung, dass Lionels Hehler rangeht. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Und was willst du sagen? Hallo. Sie wissen zwar nicht, wer ich bin, aber ich habe mich gefragt, ob Sie nicht vielleicht Interesse daran haben, heiße Gemälde zu erwerben. Der Mann spricht vielleicht nur seine Landessprache und was du dann? Hast ja recht, ist schon gut. Wir rufen ihn nicht an. Wir warten und wir hören uns an, was auf dem Band ist. Wenn alles gut geht, erzählt ja Lionel Augusta gerade, wie sein Käufer heißt. Oh, ich verstehe kein Wort. Wonach haben die denn in der Wohnung gesucht? Kannst du mir das mal sagen? Das ist ja wohl dein Gebiet, Sherlock. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was Gina da gewollt hat. Augenblick, oder doch? Ein wenig seltsam hat sie sich ja schon benommen. Ist sie jemals anders gewesen? Nein, das Merkwürdige war, dass Gina meinen Käufer im fernen Osten verlor. Das kann sie doch gar nicht wissen. Ja, allerdings. Etwas verwundert war ich auch. Naja, sie weiß, dass ich da ziemlich lange gelebt habe. So hinterhältig wie diese Frau ist, war das kein Zufall, wenn du mich fragst. Kann sein, aber vielleicht hat sie einfach nur geraten. Wenn Gina wirklich etwas wüsste, würde sie mich doch hier nicht besuchen und mir Löcher in den Bauch fragen. Es empfiehlt sich, glaube ich, die zwei immer im Auge zu haben. Augusta, du wirst dich dieser Anstrengung nicht aussetzen. Das ist einfach zu viel und für dich. Und wie bitteschön sollen wir sonst herausfinden, was mit den Bildern passiert ist? Was ist denn? Das ist ja nicht auszuhalten. Ich habe einen dermaßen steifen Hals. Komm, setz dich. Durch dieses ewige Verstecken jedes ich Mal, wenn ein Auto schon wieder an mir vorbeifuhr. Das kriegen wir schon wieder hin. Keine Sorge. Ist ja schon gut. Hör auf, da ist er ja, der Übeltäter. Hört doch was mal auf zu wackeln. Du? Halt still. Oh,
Deine Muskeln sind an dieser Stelle hier alle zu einem Knoten vereint und schreien ganz laut. Hey, wir möchten massiert werden. Sofort wird Sie werden dich dir danken. Das würde ich hoffen. Eine verkehrte Welt ist das. Da liegst du im Krankenhaus, darfst dich nicht bewegen und gibst mir eine Physiotherapie. Lässt der Schmerz denn schon nach? Nein, er lässt noch nicht. Ein Ach, wenig noch. Weiter links. Ist hier links? Noch mehr links. Schon klar. Wenn jetzt eine von deinen Schwestern reinkommt, kann ich mir eine Standpredigt anhören. Hier kommt schon keiner rein. Wer kann denn das jetzt sein? Ja, zum Glück keine von deinen Schwestern. Guten Tag, Sophia. Ich grüße Sie, meine Liebe. Hallo, ich habe dir etwas mitgebracht, damit du dich nicht langweilst. Wie fühlst du dich inzwischen? Ich danke dir. Mir geht es hervorragend, wie neugeboren. Ja, aber er darf sich dennoch auf gar keinen Fall überanstrengen. Ich hatte auch nichts vor, was ihn in irgendeiner Weise anstrengen könnte. Da bin ich aber erleichtert. Viel Glück. Ich komme nachher Augusta, noch mal vorbei. Und dass du nicht wieder den ganzen Nachmittag im Auto verbringst, hast du verstanden? Schon klar. Und du ruh dich schön aus, mein Schatz. Tut mir leid, dass ich euch gestört habe. Dass sie gerade bei dir ist, konnte ich ja nicht ahnen. Als die zwei raus sind, dachte ich, du wärst allein. Welche zwei? Eine höchst merkwürdigen Besucherin. Ich wüsste zu gern, seit wann du dich mit China so gut verstehst. Ach, die zwei. Aha, ganz genau die meine ich. Willst du mir nicht erzählen, was die zwei hier wollten? Irgendetwas läuft doch dazwischen euch. Ja. Sei doch nicht so empfindlich. Ich sehe es doch nur von der praktischen Seite. Ach ja? Und wie soll ich diese Nachforschung anstellen, ohne seinen Käfig zu betreten? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Tut mir leid, ich fürchte, du wirst in den Käfig reinklettern müssen, ob du willst Nein, oder nicht. Vergiss es, du kriegst mich da nicht rein. Und wenn du dich auf den Kopf stellst... Na, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass Kelly keinen Unterschied merkt. Du denkst doch nicht allen Ernstes, dass ihr kein Unterschied auffällt. So groß kann der Unterschied nicht sein. Ich glaube, dass Robert sehr viel konventioneller ist, als wir denken. Vielleicht, aber liebt Kelly es dafür... Ein kleines bisschen ausgefallener, wer weiß. Ja, so wie ich. Ja, so wie du. Gefällt dir das? Ja. Könnte vielleicht Roberts Liebestechnik so aussehen? Gefühlvoll, sanft und zärtlich? Mach weiter. Ach ja. Üben wir noch ein wenig. Wer weiß, was wir noch rauskriegen. Wärst du bitte so freundlich, mich ein bisschen anzuleiten? Sehr gerne. Ja. Üb ruhig weiter. Nicht vergessen. Er hat's gern gefühlvoll und zärtlich. Ja, ja, kannst ihn nicht mehr vergessen. Irgendwie kann ich schon verstehen, dass dir Ginas Besuch ein bisschen seltsam vorkommt. Allerdings, das kannst du laut sagen. Ich wusste gar nicht, dass Gina sich deinetwegen so sah. Zuerst war ich auch etwas verwirrt. Das war von Anfang an so, seit ich wieder hier in der Stadt bin. Fast so, als hätte sie regelrecht einen Narren an mir gefressen. Stell dir mal vor, weißt du, was sie mir erzählt hat? Ich sei der Einzige in der Stadt, der sie nicht wie Dreck behandelt. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, sie entwickelt da eine etwas merkwürdige Rührseligkeit, seit ihr das Augenlicht abhanden gekommen ist. Ich werde das Gefühl nicht los, das stimmt was nicht. So benimmt sich keine Blinde. Sie besucht dich hier ohne ihren Hund. Ohne das Vieh ist sie doch völlig hilflos. Man darf nun mal ins Krankenhaus keine Hunde mitbringen. Wegen der Hygiene, glaube ich jedenfalls. Anstelle des Hundes hatte sie ja ihre Mutter mit. Ach Gott, welch ein Fauxpas. Bist du noch da, Sophia? Was? Ich muss gehen. Entschuldige, Leiner. Ich muss ganz dringend gehen. Mir ist eben eingefallen, dass ich noch einen Termin habe. Wieso? Was ist denn los? Verzeih mir, ich habe wirklich keine Zeit für Erklärungen. Versteh mich bitte nicht falsch. Du brauchst deine Ruhe. Und wenn du dich wieder wohlfühlst und ganz gesund bist, können wir uns in aller Ruhe miteinander unterhalten. Aber bis dahin sei vorsichtig. Was ist denn mit dir los? Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, endlich. Mit dem Frühstück hat es heute etwas länger gedauert. Das meine ich nicht. Um Sie habe ich mir Sorgen gemacht. Vergessen Sie es. Stimmt irgendwas nicht? Ich hatte einfach Angst, dass Ihnen was passiert sein könnte. Was sollte mir denn passiert sein? Naja, ich habe da heute Nacht was gehört. Und was, wenn ich fragen darf? Ein Streit. Jedenfalls hörte es sich so an. Das war sicher der Fernseher. Nein, der war es nicht. Ich kenne Ihre Stimme inzwischen. Seit Tagen höre ich keine andere Stimme. Neuerdings bilde ich mir schon ein, Sie zu hören, wenn Sie gar nicht in der Nähe sind.
Aber die andere habe ich nicht erkannt. Wer ist das, Ihr Partner? Hier, Sie haben bestimmt Hunger. Da hat ein Mann seine Hand im Spiel. Jetzt essen Sie endlich. Das werde ich, wenn Sie mir eine Frage beantworten. Ich werde nicht fragen, wer er ist. Er hat sich den Plan doch ausgedacht, nicht wahr? Jemand wie Sie ist dazu doch gar nicht fähig. Er setzt Sie unter Druck, sonst würden Sie mir das nicht antun. Denken Sie, ja? Sie irren sich gewaltig. Ich kann sehr gut für mich allein entscheiden. Ich habe ihn noch schreien gehört, so als wollte er Sie einschüchtern. Zwingt er Sie zu dem, was Sie hier mit mir machen, sagen Sie schon. Ich kann Sie trösten. Er und ich, wir sind gleichwertige Partner in dieser Sache. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier mit Ihnen rede. Worum ging es denn bei dem Streit? Wenn es schon angefangen hat zu regnen, ist es doch wohl völlig unnötig, sich noch wegen des Wetters Sorgen zu machen. Schon klar, es war sicher nur ein ganz gewöhnlicher Krach eines Liebespaares. Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Hey, was soll denn das? Nichts, ich habe keinen Hunger, Lady. Ach, und ich dachte, wir hätten diese kleinen Wutanfälle hinter uns. Ach, lassen Sie mich endlich in Ruhe. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie Sie mich nerven. Draußen wartet sicher Ihr Liebhaber auf Sie. Nein, aber ich werde ihm schöne Grüße von Ihnen ausrichten. Mr. Barr. Ich grüße Sie. Kommen Sie doch rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir etwas von Ihrem vielgepriesenen Mineralwasser im Haus haben. Doch soweit ich weiß, hat Sarita uns einen Eistee bereitgestellt. Das ist wirklich nicht nötig. Sie sehen richtig gut aus. Ich vermute mal, dass Sie ständiger Gast auf den Tenniscourts hier in der Umgebung sind. Ich spiele mehrmals in der Woche. Mit Tennis und Polo halte ich meinen Kreislauf in Gang. Ein tolles Spiel, dieses Polo. Hm. Ich hörte, dass Sie auch eine Leidenschaft dafür haben. Wenn ich mich nicht irre, hat Kelly mir das alles erzählt. Kommen Sie doch mal in den Polo-Club und sehen sich mal die Pferde an. Wir halten jedem Vergleich stand mit dem, was wir in unseren Boxen haben. Vielleicht sehe ich mal in den nächsten Tagen rein. Hallo, wen haben wir denn da? Strahlend schön wie immer. Hoffentlich nicht warten lassen. Nein, ich bin eben erst gekommen. Ich habe Robert eingeladen, uns mal im Polo-Club zu besuchen und einen Blick auf unsere Pferde zu werfen. Na, vielleicht tritt er sogar ein ins Team, bei dem Mangel an guten Reitern, hm? Ich weiß nicht so recht. Um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen eingerostet in der letzten Zeit. Er ist ein sehr guter Spieler und blamiert wahrscheinlich das ganze Team. Wir trainieren jedenfalls montags. Kommen Sie doch dann mal vorbei und reiten Sie unsere Pferde. Ich würde gern sehen, wie Sie im Sattel sitzen. Ich versuche es einzurichten. Ich würde mich freuen. Wiedersehen, Kleines. Ja, mach's gut. Robert? Sissi? Ich finde, er hat eine Auszeichnung verdient. Beinahe hätte er dich angelächelt. Ich verstehe nur nicht, wieso er so versessen darauf ist, mich auf ein Pferd zu setzen. Er hat doch nur versucht, freundlich zu sein. Ach ja? Ich weiß, die Situation ist nicht einfach für dich. Was ist das? Was ist was? Du riechst nach Parfum. Ja! Haben Sie das gesehen? Um eine Nasenlänge. Er hat's geschafft, ja. Und wie viel haben Sie gewonnen? Oh, eine Menge. Tut es Ihnen jetzt leid, dass Sie nicht auf meinen Tipp gesetzt haben? Für mich war es aufregend genug, Ihnen zusehen zu dürfen. Und Sie wollten sich erst am langweiligen Mittagessen im Polo-Club aussetzen? Das hier schlägt doch jedes Geschäftsessen auf mehrere Nasenlängen. Naja, ein wenig anders ist es hier schon. Naja, verstehe. Geben Sie zu, Sie amüsieren sich. Nehmen Sie dieses Ungetüm von Ihrer Nase und geben Sie zu, es gefällt ja, Ihnen. Ja, es gefällt mir hier zufrieden. Na also, jetzt würde ich gerne erfahren, wie man Gewinner wird. Oh, Sie wollen mein Geheimnis lüften. Ja, da hat jeder so seine Methoden entwickelt, aber für mich ist es die reine Wissenschaft. Darf ich mir das notieren? Ich meine, ich... Guter Instinkt ist alles, aber am allerwichtigsten ist, tief in die Augen des Pferdes zu schauen. Und wenn es diesen klassischen 1000-Yard-Ausdruck hat, du kannst deinem Pferd genau ansehen, ob es siegen will oder Verlierer sein wird. Wenn ich den sehe, dann weiß ich, ich bin im Geschäft. Das funktioniert beim Menschen auch. Wo ist meine Sonnenbrille? Wenn ich sie brauche, ist sie weg. Naja, wie auch immer. Zumindest scheint Ihre Strategie von Erfolg gekrönt zu sein. Das war aber nicht immer so. Immerhin hat es schon Zeiten in meinem Leben gegeben, die waren auch nicht... Wollen Sie wirklich meine tragischen Geschichten hören? Raus damit! Ich bin doch Sensationsreporterin. Je tragischer, desto besser. Vorsichtig ausgedrückt, ich würde doch niemals mit Robert Barr zusammenarbeiten, wenn ich ein Gewinner wäre. Heißt das, dass das Spielen ein Problem für Sie darstellt? Sind Sie süchtig? Nein, nein, ich kann es ja wohl kontrollieren. Einige Leute behaupten schon, ich hätte einen labilen Charakter. Leiden Sie vielleicht noch unter einer anderen Sucht? Das geht bloß mich was an.
Wenigstens eine ist ja nun Stadtgespräch geworden. Ach so? Ich habe gehört, ihr Name sei Kelly Capwell. Ich verschwinde jetzt mal kurz und gehe zur Kasse. Nicht, dass mein Gewinn noch von jemand anderem abkassiert wird. Das wäre mir überhaupt nicht recht. Ruth ist ein wunderbarer Mensch, Gina. Sie hatte einfach nur viel Pech. Wieso ist die Polizei hinter ihr her? Schwöre bei Brandons Leben, dass niemand davon erfährt, was ich dir jetzt erzähle. Die Sache bleibt ganz unter uns. Das ist doch selbstverständlich. Schwöre bei Brandons Leben. Die Sache scheint ernst zu sein. Also gut, ich schwöre bei Brandons Leben. Halt dich fest. Ruth ist gar nicht ihr richtiger Name. Sie heißt in Wirklichkeit Annie und das darf niemand wissen. Sie und Laura Escher waren in der... Die zwei haben... Ist das etwa diese Irre, die dich gekidnappt hat? Aus Verzweiflung, Gina. Du hast ja keine Ahnung, wie es ist, eingesperrt dahin zu vegetieren, vollgepumpt mit Tabletten. Die behandeln dich wie ein Tier. Ich glaube es einfach nicht. Diese Verrückte hat dich mit einem Revolver bedroht. Sie wollte dich töten. Mit Seife hat sie mich bedroht. Was? Das ist gar kein echter Revolver gewesen. Sie hat ihn aus Seife gebastelt. Sie würde mir nie etwas antun. Diese Frau ist so sanft wie ein Lamm. Sie will doch nur wie jeder andere Mensch geachtet werden und respektiert. Bonnie, das hört sich an, als hättest du dich in sie verliebt. Ich will nicht, dass ihr Leid zugefügt wird. Die Ärmste hat schon viel zu viel gelitten. Sehr ehrenwert, aber was, wenn sie gefasst wird? Ist dir klar, dass du dann auch ins Gefängnis gehst? Wegen Fluchthilfe, Begünstigung und Gott weiß was noch. Immerhin, das ist doch gut möglich. Psst, du hast es mir versprochen. Zu niemandem mein Wort. Ist was? Ach, gar nichts. Er hat gefragt, wo ist denn deine Mutter? Und schon warst du da. Wie wär's mit einem Omelette? Ah, ich will jetzt nichts essen. Ich habe keinen Appetit mehr. Hast du was dagegen, wenn wir nach Haus gehen? Keineswegs. Hör zu, nach dem Essen muss ich los. Ich hatte eben meinen Anruf aus dem Büro. Mutter, was machst du denn hier? Ach, ich wollte nur eine Kleinigkeit essen. Und wer ist jetzt bei Daddy im Krankenhaus? Ich hab gedacht, du kümmerst dich um ihn, sonst wäre ich nicht hier. Mein Gott, Mutter, du kannst ihn doch nicht allein lassen. Ach, der Geruch. Kelly, ich bitte dich, du kennst Renfield und ihre Scherze. Heute hat sie mir eine Parfümprobe über den Kopf gegossen. Und ich hätte beinahe gedacht, du warst bei einer Frau. Bei einer? Bei vielen. Also, können wir gehen? Bist du bereit? Ja, ich bin soweit. Das ist ja schön. Worauf warten wir dann noch? Ach, komm. Auf geht's. Sarita! Sarita! Wozu haben wir eigentlich Personal? Hallo. Gina ist nicht da, oder? Nein, sie ist mit ihrer Mutter ausgegangen. Wieso? Ich habe sie ja auch im Krankenhaus beobachtet. Ich wollte eigentlich zu Lionel und da sehe ich, wie Phyllis und Gina gerade aus seinem Zimmer kommen. Ich habe mich zurückgehalten, sodass sie mich nicht sehen konnten. Und während ich da in der Ecke stehe, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Und plötzlich wusste ich, was es war. Gina stand da und starrte unentwegt auf ein Blatt Papier, das sie in den Händen gehabt hat. Sie hat bitte was? Sie hat gelesen, Sisi. Sie ist genauso wenig blind wie du und ich. Ich wollte gerade zurück ins Krankenhaus und nach ihm sehen. Also, bis später. Warte mal. Wie lange hast du ihn allein gelassen? Und wieso hast du das eigentlich gemacht? Na, weil sie ihn untersuchen wollten. Der Arzt hat gesagt, das kann ein paar Stunden dauern. Und da bin ich eben los, für ihn ein Sandwich holen. Dein Vater hat das Krankenhausessen satt. Ach so. Tut mir leid, war nicht so gemeint. Ich mache mir nur solche Sorgen um ihn. Du hast alles im Griff. Ich bin beruhigt. Natürlich. Keine Sorge, Kleines. Genießt euer Essen. Ich fahre wieder ins Krankenhaus. Er ist in guten Händen. Entschuldigt mich. Die sind natürlich über alle Berge. Können wir gehen? Oh, ich dachte, wir sehen uns noch ein Rennen an. Ein anderes Mal gern, aber wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich verstehe. Offenbar ist es Ihnen nicht recht, wenn ich irgendwelche Fragen über eine gewisse Kelly stelle. Genau, zumal ich nur zu gut weiß, wie groß Ihr Interesse an ihr ist. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Wie ist denn das bitte gemeint? Naja, ich bin eben Spieler und würde jede Wette abschließen, dass Sie Angst haben, dass Kelly Ihnen in die Quere kommt. In die Quere? Inwiefern? Tun Sie nicht so. Es ist doch offensichtlich. Sie sind interessiert an Robert Barr. Ach, Craig, mein Interesse für Robert ist rein beruflicher Natur.
Ja, natürlich. Das mag anfangs so gewesen sein, aber irgendwann können Gefühle ja auch umschlagen. Sonst würden Sie mich doch nicht ständig nach diesem Mann ausfragen, oder? Sie liegen mit Ihrer Vermutung falsch. Na fein, darf ich Sie nach Hause bringen und Sie überzeugen mich unterwegs? Vielen Dank, Craig. Ich fahre mit meinem Wagen. Im Übrigen wohne ich viel zu weit weg. Ach ja, wo eigentlich? In einer Höhle, wo sonst? In den Tiefen der Wälder. Jetzt kommen Sie schon, begleiten Sie mich zu meinem Wagen. Gern. Ich wusste doch gleich, dass sie was im Schilde führt, als sie sich bei uns einquartiert hat. Brandon war nur ein Vorwand. Wie konnte ich nur so blind sein? Na, wenigstens haben wir einen Blinden im Haus. Entschuldige. War nur ein Witz. Ich frage mich, wie wir auf ihr Theater reinfallen konnten. Die schwarze Brille, dann diese Töle, ein echter Blindenhund auch. Ich verstehe einfach nicht, was sie damit bezweckt. Kein normaler Mensch verfällt auf sowas. Da fällt mir ein, wie ihre verrückte Mutter und sie hochrote Köpfe bekommen haben, als ich gefragt habe, was sie in meinem Arbeitszimmer zu suchen hätten. Sissi, was suchen wir hier eigentlich? Keine Ahnung, was wir hier suchen, aber wir werden es finden. Mutter, sei ruhig. Was ist denn? Na los. Versteck dich, sie kommen. Hier rein. Komm doch. Ich kann nicht mehr. Meine Arme. Sophia! Ich bin hier. Tür auf. Beeil dich, Mutter, wir haben viel zu tun. Nicht bei Tageslicht, das haben wir schon mal versucht. Und wir sind fast erwischt worden. So ein Blödsinn. Woher willst du wissen, dass uns um Mitternacht keiner erwischt? Wir müssen die Gelegenheit beim Schopf packen, sobald das Nest leer ist. Und die Vögel sind ausgeflogen. Demnächst taucht hier wieder seine königliche Hoheit auf. Und nur um seine Dienstmädchen zusammenzustauchen, das hebt sein Selbstwertgefühl. Mein Gott, ist das ein Wichtigtuer. Wenn der wüsste, dass die sich hinter seinem Rücken alle lustig über ihn machen und ihn die große Nervensäge nennen. Ist ja schon gut. Lionel hatte vorhin völlig recht. Wir haben nicht eine Sekunde mehr zu verlieren. Fangen wir sofort an, Gina. Warte, ja? Ich gehe mich nur schnell umziehen. Ich fühle mich völlig verschwitzt. Es ist nicht zu fassen. Gerade erzählst du noch was von, die Vögel sind ausgeflogen und man muss die Gelegenheit beim Schopf packen. Und jetzt willst du dich schön machen. Entweder wir machen es gleich oder gar nicht. Ist ja gut, schon gut, wir machen es gleich. Na da gut. Steht der Koffer. Wo bleibst du denn? Ich komm ja schon. Schon unterwegs. Wozu? Um alles in der Welt brauchen die einen Koffer. Das habe ich sie auch gefragt. Und mir hat sie erzählt, dass da ihre dreckige Wäsche drin ist. Und wenn er voll ist, trägt sie ihn zur Wäscherei. Dreckige Wäsche, na klar, was sonst? In der Wäscherei sind die jetzt sicher nicht. Was hat Lionel gesagt? Dass sie keine Zeit mehr zu verlieren haben? Keine Ahnung, aber das klingt, als würden die zwei mit ihm gemeinsame Sachen machen. Das werden wir gleich herausfinden. Komm mit. Jetzt, wo Mutter bei ihm ist, können wir uns Zeit lassen. Also gut, wie du willst. Danke. Wofür? Du kennst zwar meinen Vater erst seit ein paar Wochen und trotzdem hast du gestern die ganze Nacht vor seiner Tür verbracht. So, als wärst du ein Mitglied unserer Familie. Na ja, als ich sah, wie aufgeregt du warst, wollte ich dich nicht allein lassen. Das klingt seltsam, aber ich fühle mich bei dir völlig sicher. Dass das einer schafft, hätte ich niemals geglaubt. Du bringst es auch noch fertig und beendest meine mitternächtlichen Streifzüge. Deine was? Ich wache nachts immer auf, wenn ich Albträume habe und dann spaziere ich rum. Und die meisten dieser Nächte enden damit, dass ich irgendwann den Sonnenaufgang bewundere. Was sind das für Albträume? Meistens verreise ich in den Träumen. Die
Reisen mache ich nicht allein. Mit Mutter oder Daddy. Und manchmal meinem Bruder Warren. Wir sitzen im Flugzeug oder im Auto. Und irgendwann passiert dann etwas Furchtbares. Ich versuche, den anderen festzuhalten, doch er ist plötzlich weg. Und ich bin allein. Halt dich an mir fest, okay? Ich verlasse dich niemals. Das verspreche ich dir. Could you?